gespielt. Aber es ist wieder schön zu spielen. Was los? Ich renne manchmal diesen alten Mann an, übrigens. Ich habe mal angefangen jetzt. Wälder auf Wälder? Ich hätte natürlich auch ein bisschen auf die Community eingehen. Für ein neues Spiel immer. Mit dir nicht so viel quatschen. Und mit dir so viel quatschen. Yay. Und hört dich jetzt einfach nur, damit wir fast miteinander quatschen. Hört man dich auch in der Aufnahme. Ich werde darauf dann nochmal eingehen, gleich wenn das Spiel richtig gestartet hat. Das Spiel ist ein schönes Spiel. Breath of the Wild? Mhm. Ja, ist ja zu groß. Spielt trotzdem auf der normalen Datei hier, parallel. Da schließe ich die auch erst endlich mal ab. So, ja, hier sind wir nun. Okay, Lukas, also bist du auch im Spiegel? Ich höre mich fast gar nicht. Fuck, Mann. Also, ich höre das Spiel. Ah, doch, ich höre es ein bisschen. Ist relativ leise. Ja, auf jeden Fall, hier sind wir nun bei Breath of the Wild. Das wird ein Spiel, was ich jetzt so, denke ich, displayen werde. Allerdings im Livestream. Und jetzt höre ich auf. Na, Spaß. Auf jeden Fall, ich habe noch Lukas dabei hier, sag mal hallo. Hallo. Der hat schlechtes Internet, genauso wie ich normalerweise. Aber wir haben besseres Internet, deswegen kann ich jetzt Livestream. Und ich werde das auf jeden Fall aufnehmen nebenbei. Und werde diesen Livestream nicht automatisch hochladen, wie es YouTube normalerweise macht. Ich werde dieses Spiel aufnehmen nebenbei, halt so ein halbe Stunden Parts. Yay. Das schneiden und dann könnt ihr euch das über die Woche anschauen. Leute, die natürlich schnell alles sehen wollen, können am Wochenende immer zu Livestreams einschalten. Ihr werdet ja eine Benachrichtigung kriegen, wenn ich starte. Im Notfall mache ich noch ein Vorvideo. Habe ich jetzt heute nicht gemacht, weil es gibt ja eine Benachrichtigung für jeden, der jetzt mitguckt. Auf jeden Fall, wir werden das Spiel durchspielen. Ich werde natürlich keine 100% machen, weil das Spiel durchgeteilt ist, 100%. Und wir werden das Ganze nochmal spielen. Ich werde alles mitnehmen, was ich sehe und alles erkunden. Es wird auf jeden Fall ein großes Let's Play. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt nur dieses Spiel bringe oder am Wochenende vielleicht auch mal einen Stream mache zu Mario Odyssey oder zu anderen Spielen. Wir haben es gerade mit Paper Mario Color probiert und das lief überhaupt nicht gut. Weil da irgendwas in der Disk los ist, ich weiß nicht warum. Oder meine Wii U kommt nicht mit diesem Spiel klar. Das regt mich auch ein bisschen auf, weil das hätte ich jetzt gerne gespielt erstmal. Deswegen, also ihr könnt euch das nachhinein gepartet. Ich werde das dann jeden Part, ich werde mal jedes Mal einen Part pro Tag hochladen in der Woche aufgeteilt. Wie gesagt, ich denke, ich werde einen Stundenpart machen. Eine Stunden Livestream machen. Am Wochenende, das heißt zwei Tage immer eine Stunde. Ich fange heute damit an am Sonntag, das heißt, es kommt jetzt kein weiterer Livestream die Woche. Ist schulisch ein bisschen zu viel, wir haben 8 Stunden und Lukas ist auch immer häufig dick und greift mich immer an. Das kriege ich dann einfach, da bin ich einfach nicht mehr in der Fassung dazu. Da bin ich nicht mehr in der Fassung dazu, dann zu Livestream. Das geht dann einfach nicht mehr. Und auf jeden Fall, das möchte ich jetzt nur mal erklärt haben, also nochmal kurz zusammengefasst für alle, die es nicht verstanden haben. Ich werde nochmal für alle, die es verstanden haben, okay, Spaß. Ich werde es aufnehmen nebenbei und werde das in der Woche auf jeden Fall im Nachhinein hochladen. Und der Livestream an sich wird auch laufen und vor allem dick sein. So, Lukas, du überprüfst, ob mein Stream relativ gut läuft. Leichte Lags, okay. Ja, ich gucke auch mal selber kurz rein. Ab und zu, weißt du, eine Sekunde oder so, Lags.
Ja, ich guck's mir gerade selber an. Ich weiß nicht genau, bei mir sieht's noch schlimmer aus. Musst du jetzt sagen, wie es aussieht? Ich kann das jetzt, glaube ich, okay, es geht gerade wieder. Manchmal laggt's. Ich werde das mal hier nebenbei pausieren. Das könnte auch mein Internet manchmal liegen. Vielleicht kann ich die Livestream-Qualität beim nächsten Part. Also die Aufnahme wird gute Grafiken haben. Der Livestream kann ein bisschen laggen. Ich werde da mal auf jeden Fall gucken. Auf jeden Fall, mein Internet, mein Upload ist relativ gut. Also wenn es laggt, dann liegt es vielleicht am Laptop, dass es da laggt. Im Internet eigentlich nicht. Ich werde vielleicht noch mal ein bisschen die Mbits runterschrauben, mal gucken. Aber fangen wir erstmal an. So, heute ist mal als Gast mein Freund dabei. Der ist vielleicht manchmal dabei, wenn er mit dir quatschen möchte. Spielt separat das Spiel auch. Ja. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Es kann dazu kommen, dass ich später auch noch andere Spiele spiele, wenn ich auch Breath of the Wild, weil das ist ein ziemlich großes Spiel. Und vielleicht nur das gleiche Spiel zu spielen, später wird es vielleicht auch ein bisschen langweiliger, wenn man dann Open World rumläuft. Ist halt Geschmackssache. Und weil ich ja noch jetzt eigentlich nur Freunde als Zuschauer habe, weil ich so kacke bin und Lukas meine ganzen Zuschauer verkloppt hat, kommen die halt nicht mehr. Und das ist es halt. Die halt nicht bei mir. Ja. Eine geheimnisvolle Tafel mit einer leuchtenden Fläche darauf. Obwohl du sie zum ersten Mal siehst, scheint sie dir seltsam vertraut. Also die Aufnahme wird gut sein. Der Livestream könnte, wie gesagt, zu kleinen Lags kommen. Also, aber deswegen mache ich das auch als Absicherung, damit Leute sich das auch geben können. So, ich kenne mich auf jeden Fall im Spiel aus. Das ist lange nicht mehr angefasst. Alte Hose. So schön ist es, aber nicht unbequeme Hose. Die Beine sind fast zu kurz. Okay, können wir direkt ausrüsten mit Plus? Dünnes Hemd, das viele Jahre auf dem Buckel hat. Es ist zwar ausgefranst, aber erfüllt auch seinen Zweck. Die Arme sind etwas zu kurz. Connection lost. Ich will auf T-Speed raus. Ich hoffe, der Livestream ist nicht unterbrochen. Das sieht doch gut aus. Also, Livestream wird angezeigt, dass eigentlich alles gut läuft. Livestream ist ja. Ja, alles okay. Also, Livestream läuft gut? Oder? Also, ab und zu lägst halt mal, aber sonst ist alles okay. Schade, dass es dazu kommt. Ich werde das jetzt mal im Livestream überprüfen, den Live-Chat wenigstens, damit ich auf Leute eingehen kann. Und auf dich, wenn du mit random Nachrichten schreibst. So, Liga. Hallöchen, willkommen im Stream. Sag mal, willkommen. Halte den Schulterstand. Hallo. Oh mein Gott, du bist Premium. Schön. Wenn der Sound zu leise ist oder ich zu laut bin, einfach sagen, Lukas, du guckst dir den Stream an. Das ist der erste Prototyp-Part. Also wenn es zu leise ist, auch andere, die vielleicht zugucken, einfach mal Bescheid sagen. Ob was vielleicht zu leise ist, ob ich zu laut bin. Also steht da, Stream-Zustand ist grün. Also alles im grünen Bereich. Dann liegt es am Laptop, vielleicht. Das hoffe ich zumindest und nicht am Internet, weil der Upload sollte eigentlich das alles mitmachen. Ich habe einen Upload von über Du bist 10. das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Sound geht klar, das ist gut. Einfach sagen, wie gesagt, das ist der erste Part, den ich hochlade und ich werde es nebenbei aufnehmen, damit man sich das nachher noch angucken kann. Ich weiß halt nicht, wie krass der Stream liegt. Ich kann das erst beurteilen, wenn ich es dann im Nachhinein vielleicht sehe. Wobei ich das ja den Stream nicht so zeige. Einfach wenn es schlimm ist. Dann ich muss mir das später nochmal angucken. Weil ansonsten halt einfach den Stream vielleicht nur nebenbei laufen lassen, als Unterstützung, und dann sich die Videos angucken, die ich über die Woche hochladen werde. Ich denke, es wird ein Video die Woche jetzt kommen, weil ich halt einfach vom Zeitlichen nicht so viel Zeit heute Abend habe. Aber ich denke, es werden noch Stundenparts kommen. Stunden Livestreams nächstes Wochenende. Schule ist ein bisschen zu viel zwischendurch, dass ich da Livestreams machen kann. Ansonsten werdet ihr das natürlich direkt mitbekommen, falls ich einen Livestream mache. Nein, 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 nein. So, Liga, wenn, wie gesagt, hier die Person, die du hörst, ist noch mein Freund hier. Den hab. Na, wobei, mein Freund, den habe ich angeheuert. Der soll hier ein bisschen mal was sagen, randomhaftes. Was auch nicht passt zum Thema. Womit ich ihn beleidigen Okay. kann. Bin tot. Aber Lukas, was machst du denn da? Nein. Blauer Bockflint. Ja, wie gesagt, es muss halt auch.
Einfach nebenbei, weil ich brauche immer so eine Wasserstandsmeldung von den Leuten, die mir zugucken. Lukas, kannst du mir direkt sagen, aber Liga, wenn du mir helfen möchtest, meinen Stream zu gucken. Ja, cool, ich fange gerade an mit Livestreaming. Und dann geht die Unterstützung klar. Muss man sich halt auch geben können, den Livestream. Ansonsten halt die Parts so angucken später. So, der Hyrule-Pilz. Der am weitesten verbreitete Pilz der Wälder, Hyrule. Er wächst oft in der Nähe von Bäumen, füllt bei Verzehr Herzen auf. Ja, den finden wir noch sehr häufig. Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Es ist kein Blind-Let's Play. Sogar ausgiebig gespielt. Verzweifelt. Immer noch auf den 100%, aber ist ziemlich hart. Lukas, du weißt ganz genau, wie schwer das ist. Ja, ja. So gut. Ein Zweig von einem hylianischen Baum. Nicht die mächtigste aller Waffen, aber besser als nichts. Zumindest kann man ihn umherschwingen und nach Monstern werfen. Ja, Waffen mal. Auswahl sieht man auch schon mal direkt. Das kann man sich auf jeden Fall geben. So, Waffenauswahl. Wo ist er? Hier. Okay. Bäume kann man damit noch nicht umschlagen, aber es sollte wenigstens etwas bringen. Und wir gucken uns an sich jetzt hier schon mal diese Welt an. Und wenn es im Stream gut ist, könnt ihr direkt jetzt schon sehen, wie gut es ist. Es sind halt 30 FPS. Da kann man es halt auch sagen, der leckt ein bisschen, weil mein Laptop, mit dem ich das Ganze hier verwalte, aufnehme und livestreame, dass der kriegt die 60 FPS nicht so gut hin. Da muss man halt einfach mit klarkommen momentan. Ich hoffe, bis Weihnachten hat sich das Problem dann behoben, bis ich ein Gaming-PC vielleicht dann in der Zeit bekomme. Ich muss natürlich dann das Ding noch zusammenbauen und die anderen Teile ankaufen, aber dann sollte das Projekt wenigstens schon mal starten mit dem Gaming-PC. Apfel. Eine Hyrule sehr verbreitete Obstsorte. Man kann ihn wunderbar roh essen, aber durch Kochen wird seine Heilkraft erhöht. Die können wir echt mitnehmen. Die Dinger sind nahrhaft, die esse ich auch im Real Life gerne. Viele Vitamine. Sehr gesund, was natürlich auch wieder ein Nachteil ist. Sehr gesunde Sachen sollte man sich nie geben. Eigentlich. Nee, ist halt ungesund mit den gesunden Sachen. Genau, ungesund und gesunde Sachen, die beißen sich, habe ich gehört. Den Apfel jetzt. Sehr gut. So, dann gucken wir mal hier. Komm, wir laufen einfach mal an der Person vorbei. Habe ich noch nie gemacht. Hast du jetzt wirklich nichts? Wenn man an dem alten Opa vorbeiläuft. Der einfach ignoriert. Nee, der wollte ja auch nicht mit uns sprechen normalerweise. Aber ich gehe gleich wieder hoch. Keine Sorge. Ich kann da nur mal ein bisschen wie ein kleines Kind. So, ich muss auf diese Steuerung erstmal wieder klarkommen. Hier spielt man mit X. Und nicht mit A. Ich bin halt voll die Nintendo-Steuerung mit Mario gewöhnt. Wo man das Ganze mit X macht. Mit A macht, ja, mit X. Komm, geh da hoch. Link, nimm den Apfel. Oh, dann nehme ich. So, sprechen wir mit dem alten Mann. Hohoho. Ho, ho. Sieh an, Gesellschaft. Hat er das schon mal so gesagt? Dabei hatte ich mich gerade die Eisergehalt hier oben gewöhnt. So lange her, ich kann mich gar nicht erinnern, dass er das so formuliert hat. Du interessierst dich für einen Landstreicher wie mich? Oder fragst du nur aus Höflichkeit? Vielleicht beides. Ich bin, naja, ein alter Sonderling, der schon seit Ewigkeiten allein hier in der Gegend lebt. Sag mir, was hat dich überhaupt hier verschlagen? Wo sind wir? Beste Antwort. Eine Frage mit einer Frage zu beantworten. Die jungen Leute wissen nicht, was sich gehört. Aber vielleicht ist es Schicksal, dass wir uns hier begegnet sind. Ich werde sie dir beantworten. Wir befinden uns auf dem vergessenen Plateau. Dieses Gebiet soll vor langer Zeit die Wiege Hyrules gewesen sein. Jetzt will er uns was zeigen. Der Opi. Dieser Tempel, da soll in alten Zeiten von der Königsfamilie für große Zeremonien genutzt worden sein. Doch vor 100 Jahren ging das Königreich unter. Danach ist ja alles verfallen. Alle Menschen sind gestorben, Ende. Gut. Ja, das Spiel ist auch eigentlich 18. Du siehst es ja selbst, keine Menschen sind mehr weit und breit. Darf ich nicht vergessen? Nun, dann werde ich wohl noch ein Weilchen hier bleiben müssen. Ein Weilchen hier bleiben müssen. Link, begib dich zu dem Ort, den der Shika-Stein dir weist. Der Shika-Stein, jetzt können wir ihn verwenden. Die ferne Stimme. So, ich überprüfe mal ganz kurz mal nebenbei immer selber. Der Livestream läuft, das ist natürlich für die Aufnahme auch ein bisschen blöd, aber ich muss halt einfach mal ein bisschen gucken,
wie der Livestream läuft, so, ob das Internet damit klarkommt. Ich hoffe mal, es kommt damit klar. Dann der Leppi, was das hinkriegt. Ich pausiere den Stream wieder, damit dass ich nicht darum auch noch kümmern muss. Dann gucken wir uns mal an, wo der Stiegelstein hin möchte. Was mir noch gefallen hat, ist natürlich, wenn man hier so einen Mehrspielermodus hätte. Das würde ich auch noch feiern. Die ferne Stimme. Das ist unser untanes Ziel. Okay. Was mich noch fragt, du bist ja noch im Stream, oder Lukas? Lukas? Ich aus T-Speak rausgeflogen oder was? Wasserstandsmeldung, Lukas. Ey, ich habe keine Waffe mehr. Mehr Ruhe. So, ich bin an der Achse vorbeigelaufen, die es da oben noch gibt. Nö, Lukas kann nur nicht mal reden. Jetzt bin ich auch noch runtergefallen, weil ich darauf geachtet habe. Mann, es ist ja alles gut hier. Link, du schaffst es, du bist ein Meister. Du musst es schaffen. Sehr gut. Dann würde es noch ein Thumbnail geben für Breath of the Wild. Später. Ich habe jetzt erstmal angefangen. Es waren spontane Änderungen, weil ich eigentlich geplant hatte, Mario zu bringen, was aber immer noch dieser Fehler ist, halt immer noch drin. Deswegen habe ich jetzt spontan auf dieses Let's Play umgesprungen. Mal gucken, wie wir damit klarkommen. Eine Fackel! Du kannst sie anzünden, indem du sie ins Feuer hältst. Wenn du sie wegsteckst, erlischt sie und muss erneut irgendwo angezündet werden. Ja. Wo gedenkst du denn mit dieser Fackel? Was denkst du denn mit dieser Fackel anzustellen? Als Waffe verwenden. Du bist mir ein Rabauke. Fackeln sind zum Anzünden gedacht. Wenn du kämpfen willst, nimm gefälligst eine anständige Waffe. Hier treiben sich Monster herum. Die würden dir was erzählen, wenn du mit einer Fackel ankämpfst. Davon habe ich meine Axt in den Stamm geschlagen. Du kannst sie haben. Aber ich hoffe, du fuchtelst nicht wild damit herum. Du musst genau auf die Bewegungen deines Gegners achten. Das habe ich noch nie von ihm sagen. Ich habe noch nie die Fackel von ihm mitgenommen. Genauso wie ich ihn jetzt total berauben werde mit allem, was geht. Über offenem Feuer gerösteter Apfel. Süß und lecker. Wenn du ihn isst, füllt das Herzen auf. Hey, das ist mein Röstapfel. War nur Spaß. Hier gibt es genug Äpfel für uns beide. Geröstet schmecken sie köstlich. Danke dir für den Hinweis. Sehr lieber alter Mann. Raue Liebe ist jetzt schon zwischen uns entfacht. Lukas? Mhm. Bist du noch im Stream? Ja. Ich will noch was sagen. Und zwar, gerade, also dieser Liga ist auch vielleicht noch da oder ist gerade drinne gewesen. Und ich habe 2 Zuschauer gehabt. Allerdings zeigt das doch normalerweise 3 Zuschauer dann an, weil ich mir ja selber zugucke, oder nicht? Ist das nicht irgendwie so? Also wieder. Mit den gleichen Dings anguckst nicht. Also wenn ich mir den Stream, ich habe ja gerade hier nochmal zur Erklärung, ich habe ja hier den Dashboard, wo ich den Stream überprüfen kann manchmal. Wo ich den Chat sehe. Zähl ich da auch als Zuschauer dazu? Nein. Nicht. Dann haben wir noch einen weiteren Zuschauer, das wusste ich nicht. Weil ich dachte immer, dass man sich selber zuschaut. Holzfäller-Axt. Lieblingswerkzeug eines jeden Holzfällers. Damit fällt jeder Stamm in Hand umdrehen. Liga, wenn du es bist, oder einfach so nochmal. Ah ja, bin noch da, okay, perfekt. Ja, ich muss halt erstmal klarkommen. Ich dachte, ich gucke mir selber zu, und Lukas ist nur im Stream drin. Tut mir leid, dass ich dich ignoriere. Wenn das Gameplay gefällt, sag ich auf Bescheid. Wie gesagt, ich versuche da immer mehr zu bringen. So, mit der Fackel möchte ich ihn eigentlich nicht verkloppen. So, mit der schönen Holzfäller-Axt. Damit haben wir ihn erledigt und er hat auch mal gleich was gedroppt. Und zwar ein Bockblindhauer. Diesen stumpfen Zahn hast du nach dem Sieg über einen Bockblind erhalten. Zusammen mit Insekten und ähnlichen gekocht, lässt er sich zu Medizin verarbeiten. Medizin wird euch wichtig später. Horn eines Bockblinds. Als Kochzutat ruiniert es jedes normales Gericht. Kochst du es jedoch zusammen mit Insekten ein, lässt sich Medizin daraus herstellen. Wunderschön. Die Medizin kann später echt wichtig werden. Weil das halt diesen Effekt gezielt übertragen kann beim Kochen. So ein bisschen Ahnung habe ich ja schon. Was willst du hier, kleiner Fritz? Du bist ein bisschen zu süß. Aber ein aggressives, süßes Wesen. Also muss ich dich gleich zerstören. Schleimgelee. Schleimtropfen, der aussieht wie eine kleine Version der Kreatur, von der er stammt. Er ist instabil und kann durch verschiedene Elemente beeinflusst werden. Ja? Das werden wir später alles machen. Wir werden und das Spiel natürlich nicht zu 100% vornehmen. Allerdings den ersten Krog, an den ich mich noch gut erinnere, sollte ich mir jetzt noch holen. Da bin ich glorreich vorbeigerannt und schon ins Wasser gesprungen davor. Hab den Kreis direkt schon gesehen. Das war doch hier oben. Mein erster übrigens. Das war auch mein erster. Mein erster Krog. Ja, den habe ich auch direkt gefunden. Das ist auch der erste Krog, den man finden kann, glaube ich. Ich weiß nicht genau, ab wann der im Schrein des Lebens doch zählt direkt. Ui, du hast mich entdeckt. Ja, Volvagi, oder wie der heißt. Nanu, du bist ja gar nicht Maronus.
Kannst du mich etwa sehen? Ich bin ein Croc, ein Waldgeist. Hier, ich habe etwas für dich. Wenn du Maronus siehst, gib es ihm doch bitte zurück. Ein Croc-Samen. Diesen kleinen Samen hat dir ein Croc geschenkt. Vielleicht lohnt es sich, viele davon zu sammeln. Am besten 900 Stück. Meine Freunde verstecken sich übrigens auch an verschiedenen Orten. Wenn dir irgendwas Auffälliges erscheint, solltest du dort suchen. Ja, meine 900 Freunde, gell? Die 900 Freunde. Ja, Trauma ist nicht, ich kann es nicht bewältigen, das Trauma. Ich hab aufgegeben, als ich ca. 600 Crocs hatte. Auch mit einer wunderschönen Karte. Ich habe ein Kontinent gemacht. Kontinent, wenn man das Kontinent nennen kann. Ein Landteil gemacht. Und habe dann schon geweint. Also ich musste ja jeden Croc überprüfen im Nachhinein. Und das machen wir nicht im Livestream. Es sei denn, ich bin hobbylos und ihr wollt es alle von mir. Ansonsten wird es ziemlich schwer. So. Schleichen können wir auch direkt. Ach ne, jetzt habe ich was geöffnet. Das Fernglas, lol, das wollte ich nicht öffnen. So ging einfach Knopf gegen Schleichen. So, Kumpel. Du bist zwar kein Holz, aber du taugst bestimmt auch als Brennmaterial. Okay, das ist ein bisschen hart, wenn ich ihn jetzt nicht sowas mache. Hab ich da eine Route? Ja, perfekt. Die Routen erstmal verbrauchen. Und looten. So kennt man sich doch bei jedem Spiel aus. Untersuchen. Antike Achse. Eine so stabile Achse könnte man mit heutiger Technologie gar nicht mehr herstellen. Vielleicht wird sie für irgendwas Nützliches sein. Ja, diese, was war das? Shiga-Technologie, mit dem die das hergestellt haben? Shiga. Shiga, gell? Hm. Wir haben so. Das für Schloss Hyrule hergestellt. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich das erste Mal gespielt habe. Ich war komplett neugierig und habe hier alles abgesucht, aber nicht das Hauptziel. Jetzt höre ich rum, wenn es andere YouTuber machen. Jetzt mach doch mal die Hauptquest! Hiermit erschlagene Bocklin ihre Beute. Dabei geht der Stock sehr schnell kaputt, aber das ist ihnen dann auch egal, weil die keinen Lebenssinn mehr haben. Nein. Okay, hier ist eine Kiste. Ich kann mich noch erinnern, als ich Tobi mal die ersten Parts von Breath of the Wild gespielt habe, da hat er den ersten Croc gar nicht gefunden, hat Ewigkeiten für den ersten Croc gebraucht. Und ich habe direkt den ersten Croc gefunden, wo du ihn gefunden hast, Lukas. Also direkt da, beim Wasser, ich weiß nicht, wie lange hat der gebraucht? Der hat bei vergessenem Plateau nicht einen Croc gefunden. Hühnerhose. Traditionelle Beinbekleidung in Hyrule. Der Stoff schmiegt sich weich um die Beute. Was, um die Beute? Ja, hab ich gerade Beute gelesen? Ja, um die Beute. Um die Beine. Und ist gleichzeitig widerstandsfähig genug für Reisen. Ich würde sagen, die rüsten wir direkt aus. Die ist heftiger als unsere Ranzhose. Wir finden noch das dementsprechende. Die dementsprechende Bekleidung für unseren Bauch. Was man vielleicht auch T-Shirt nennen könnte. Erinnerst du dich noch an die, Wasserquest? Was für eine Wasserquest? Ja, die mit dem Master Sword. Beim, Cockwald. Ach, Masterquest, ja, na klar. Ja, die ist nicht einfach. Das werden wir auch noch machen im Livestream. Ich hab die alles nur geschafft. Die erste, ja, ich habe die nicht weitergemacht, die Quest. Das müsste ich erst wieder reinkommen in das Spiel. Es kommt alles auch auf uns zu, das Spiel ist ziemlich groß. Also hoffe ich für jede Unterstützung, auch für dich, Lukas, wenn du im Livestream dabei bist, einfach, damit pusht du andere Leute, damit sehen sie, vielleicht, der ist nicht total low. Er hat einen Zuschauer. Ja, ich würde rein. Ja. Vielleicht baue ich mir hier was auf in diesem schönen Spiel. Ich hoffe, Breath of the Wild ist es nie zu spät. Das kann man immer spielen. Das ist so schön und so ein schönes Open-World-Game. Jetzt kann man Waffen werfen mit diesem Knopf. Okay, ja. Ich komme langsam wieder rein. Jetzt bin ich gleich, stark genug, um Ganondorf zu besiegen. Dann ist das Let's Play auch beendet. Spaß. Was mir noch fehlt, ist so eine Mehrspielerfunktion, dass man vielleicht so mit anderen Leuten auf der Karte spielen kann. Vielleicht auch nur mit zwei Switches, das ist nicht, wenn Splitscreen funktioniert, sondern einfach nur so. Das ist ja cool, da können wir wie Verstecken spielen auf der ganzen Karte, was halt auch 2 Jahre dauert vielleicht. Geil. Holzpfeil. Die gewöhnlichste Form von Pfeilen. Sie sind aus robustem Holz geschnitzt. Ja, ich habe richtig Spaß, wieder mal das Spiel zu spielen. Ich fange das Spiel häufiger mal immer an, spiel's aber da nicht lange. Aber im Livestream, wenn ich es mit anderen anderen Leuten teilen kann und in der Aufnahme vielleicht noch habe. Mal Uno schreien. Dann habe ich echt Spaß. So, der erste Part ist bald voll, aber ich. Sag mir einfach Bescheid, Lukas, wenn du denkst, es ist aufhört. Ich denke, ich höre 6:30 auf, weil dann müsste ich mich auf das Live-Event vorbereiten. Werde dann den Livestream beenden und mich darauf einstellen, damit ich nicht so passe. Schon 18 Uhr auch, Chef. Ich will den nächsten Tropfen sehen. Ach, es kommt 18 Uhr ein Tropfen oder was? Quasi jede Stunde kommt ein Tropfen. Ah, ein kleiner Bogen, wie ein Reisender zur Selbstverteidigung mit sich führen. Ach so, du bist solange man Pfeile hat, kann man hiermit Feinde aus sicherer Entfernung kämpfen. Ja, genau. Ich gehe genau die gleiche Route ab, die ich auch abgelaufen bin, als ich das erste Mal gespielt habe.
Und glaub mir, ich bin direkt, naja, ich halt nicht, ich bin halt erstmal hier hochgegangen, aber ich denke, damit ich hier nicht zu viel strecke, es ist halt ein Livestream, man muss halt damit klarkommen, wie man spielt. Aber ich versuche natürlich momentan es den Leuten auch angenehm zu machen. Ich muss mich ja an irgendwas halten. Deswegen spiele ich 100% und mache alles ganz lange und laufe auch an einer Stelle 1000 Millionen mal vorbei. Ja, das wär's. Guck mal hier den Baum, da laufe ich jetzt 5 Mal drum rum, um einfach Spaß dran zu haben. Nein, Spaß. Wir spielen das Spiel so, damit es auch nicht langweilig wird für euch alle.